Kein Intro. Also es ist schon mal wesentlich unspektakulärer als Dead or Alive 2 Ultimate, muss ich dazu sagen. Einer der besten Videospiel-Intros of all time. Okay. Das ist ein bisschen enttäuschend. Machen wir erstmal casual, ja, wie auch immer. Du hast deinen neuen Titel schön kennenzulernen. Last Round, okay. Ich mag es, wie da unten direkt die DLCs angezeigt werden. Season Pass 7 jetzt erhältlich, das ist aber toll. Irgendwie ist es nicht ganz mehr so charmant wie der Dreier oder der Zweier erstmal waren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier zugeschissen werde. Ich meine, theoretisch reicht doch einfach dieses Symbol von PlayStation Store. Muss doch jetzt nicht noch diese Bilder die ganze Zeit aufploppen. Das nimmt mir irgendwie komplett. Gut, fangen wir mal. Wir machen einfach mal einen Kampf. Offline gegen einen anderen Spieler oder den Computer. Das sieht doch gut aus. Wir machen Gegner. Ganz normal das Einzelspiel. Ganz normal, so wie ich es mag. Einzelspiel. Ja. Gegen. Und, oh, Mai Shiranui. Krass. Okay. Das ist cool. Aber die muss ich jetzt kaufen. Das mache ich jetzt nicht. Ich will nichts kaufen gerade. Oh, jetzt ist natürlich die Qual der Wahl, aber ich würde jetzt als erstes mal auf meinen damaligen Main-Character gehen, nämlich die gute Ayane. Geht immer. Kann ich hier auch Kostüme ändern? Aha, jetzt geht's nämlich ab. Guck mal hier, können wir. Oh ja, die sind alle blockiert. Das ist ein Traum. Ach, okay. Warte mal, das war das Schuloutfit von damals. Okay, das jetzt existiert auch. Okay, ich habe also einige Bonus-Sachen schon freigeschalten. Frohe Weihnachten. Ich habe schon einige Bonus-Outfits freigeschalten quasi. Ein paar kommen ja auf jeden Fall enorm bekannt vor. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Tatsächlich, das ist ein Dirndl. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist so Steampunk-mäßig. Ich kann den Charakter nicht drehen, oder? Nee. Schade. Ach du Scheiße, kann man da wie kaufen? Schau mal, dieses Kostüm wurde nicht herunterladen. Das ist korrekt, scheinbar. Holy shit, gibt's da viele Outfits. Ich glaube, da tut man einfach sich gut, wenn man immer random macht. Aber ich hätte gern das. Mein Gott, das muss man freischalten. Das ist ja die Höhe. Na gut, dann nehme ich das hier. Oh ja, der Sidestep. Hoch, hoch, runter, runter. Ja, bitte, bitte. Brille? Was? Brille? Okay, Ayan hat scheinbar eine Brille. Frisur? Was auch in der Unterschied zwischen. Okay, da hat sie einen kleinen Pony. So viel Auswahl, dabei will ich einfach nur Zack vermöbeln. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Ist mir alles egal. Ich mag es, dass man bei Zack Frisur auswählen kann. Okay. Wie gesagt, das ist alles noch neu für mich. Haben wir irgendwas Bekanntes? Oh, warte mal. Die Lorelei war. Die kann man kennen, oder? Das ist das Haus von Helena. Ah, okay, warte mal. Oh, der Wald. Ist es der Wald? Okay, let's go. Das ist der Dead or Alive 3 Wald. Okay, das musst du sein. Muss mich erstmal reinfinden. Okay. 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 Alles klar. Oh oh. Oh oh, au, au.
Fuck. Okay. Okay, das ist schon mal der Grab. Hey, gute Grab funktioniert. Oh, oh. Nein. Wie blockt man? Auf jeden Fall nicht von hinten. Das war auf jeden Fall eine dumme Scheiße. Komm, greif mal an. Hä? Wie blockt man? Wie blockt man? Oh, oh warte. Das stimmt, es gab ja noch mehr Angriffe. Okay, aber... Zumindest das Kampfsystem haben sie... verändert. Lass uns nochmal kämpfen. Okay. Mhm. Ah, du kannst quasi mit den R2-Tasten... damit kannst du... Okay. Wie blocke ich? Das wüsste ich noch gerne. Komm, greif mal an. Yes! Ich weiß jetzt wieder, wie diese Combo geht. Das ist wichtig. Oh ja, sie schwitzt wirklich. Ich glaube, das war das neue Feature in dem fünften Teil, oder? Kann das sein? Ist Last Round überhaupt der fünfte? Ich komme so durcheinander mittlerweile bei den Teilen. Ich glaube aber, es war der fünfte. Lass uns mal Charaktere wechseln. Wie wär's denn mit, ehrlich gesagt mit Red Wong? Das finde ich mega cool. Der gute Brado. Ah, ich hätte gern schon. Das ist, glaube ich, sein Standard-Outfit gewesen, gell? Glaube ich. Ja, nehmen wir den auf jeden Fall. Wir lassen auch die Frisur, alles gut. Wir kloppen Zack weiter. Nee, warte mal. Das ist aber. Ist das der Ort? Ja, das ist, glaube ich, der Ort von Red. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist da, wo er trainiert hat oben. Let's get this party started. Yes, I can do this. Ja. So. Ja, erstmal. Okay. Er hat auf jeden Fall ein anderes Moveset, klar. Er ist. Genau, er macht das hier nämlich immer. Oh, oh, au. Ey, au. Nice. Und das war's. Okay, ja. Autsch. Ah, fuck. Kontern ist manchmal echt schwer. Komm. Ah, fuck. Warum? Das war einfach dumm. Ha. Ja, das ist... Das ist irgendwie lame. Im Sinne von... kann man die Stärke der Gegner irgendwie ändern? Kommstufe? Machen wir mal auf 4, okay? Und ich bin auch für Solo-Runden 3, ehrlich gesagt. Das macht irgendwie mehr Spaß. 2 ist ein bisschen lame. Okay. Dann probieren wir mal 4. Dann wird der Gegner bestimmt schon ein bisschen happiger sein, aber so darf es gerne sein. Wir nehmen wieder Brad.
Und dann nehmen wir, können wir hier eigentlich, warum können wir eigentlich nicht, ah doch, Zufall. So. Nehmen wir nochmal die verlorene Welt. Weil bisher konnte man noch gar nicht richtig zeigen, dass man runterfallen kann, dass man durch Dinge fallen kann und so weiter. Oh. Yes, I can do this. Get ready, fight. Ah, guck mal hier. Nein, au. Autsch, autsch. Guck da. Guck, das macht halt gleich viel mehr Spaß hier, ne? Autsch. Autsch. Oh oh. Fuck. Nein, au. Oh, warum macht der so viel Damage, Alter? Au. Oh, jetzt sieht man mal, dass man runterfallen kann. Genau. Ah. Und die Gegner kriegen Damage. Bam. Das ist nämlich schön dran. Fuck. So, jetzt sieht's mal. Aua. Au. Au! Idiot! Okay, ja, das ist das. Das gefällt mir schon eher. Das ist schon eher meine Welt. Nein! Au! Fuck! Nein! Yes! Yes! Sehr gut! Ja! Au! Man muss dazu sagen, ich war mal richtig gut in diesem Ablocken sozusagen und Kontern, weil das war immer ein wichtiger Bestandteil auch vom Spiel. Autsch. Au. Fuck. Ja, jawohl. Das macht doch schon mehr Spaß. Puh, jetzt ist ich fühle mich langsam wieder geölt, als hätte ich es nie verlernt. Naja, nicht ganz. Ich, wie gesagt, kann die Konterattacken irgendwie nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig. Ach ja, diese ganzen Achievements, I don't care. Lass mich das Spiel spielen. Charakter wechseln, ja. Schau mal was. Dann nehme ich jetzt die gute Hitomi. Schauen wir mal. Das war ihr altes Kostüm, ne? Das dürfen wir nicht. Was hat sie denn so? Okay. 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 Ja, wir nehmen einfach die Standards erstmal. Was heißt erstmal, sondern ich nehme jetzt einfach das. Komm, das ist okay. Da gibt es Frisuren. Hat sie andere Frisuren? Nee, das ist Monok. Wir bleiben oldschool, ne? Zufall. Alles gut. Dann schauen wir mal. Neue Map. Wir gehen doch mal zur Lorelei. Wir gehen jetzt einfach Lorelei. Babam, babam. Hä? Was zum Fick? Ach so. Sorry. Au, au, au. Hör mal auf, ich muss erstmal die. Guck mal, hör mal auf. So. Jawohl. Ach, Hitomi, das fühlt sich an, wie als wärst du nie anders. Ach man, das ist so toll. Es fühlt sich so gut an, dass sie da kaum Moves ändern. Oh, fuck it. Ach Gott. Das ist so schön. Da fühlt man sich so heimisch. Jawohl, das ist geil. Das ist geil. Bam. Au. Au. Goddammit. Zack. Aufs Fre- Ja, das ist doch super. Oh, das freut mich richtig. Get ready, fart, hä? Huh? Au.
Zack. Zack, zack, zack. Nein, fuck. Ah, Mann, fast ein perfekt hier. Nein, das wollte ich. Ich drück noch immer mal wieder die falschen Tasten, aber. Zack. Aber hallo, Madame. Das ist doch cool, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich muss fast sagen, Ich will nochmal. Schon ewig nicht mehr mit. Oh, neuer Gegner. Das ist natürlich auch cool. Au, au. Au, au. Sehr gut. Au, 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 au. Au, wow. Wow. Madame, hallo? Ja! Ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Die ist nicht übel. Jawohl! Bam, bam! Zack, zack! Und bam! Oh, wow! Genau, das will ich nämlich auch ab und zu mal hinkriegen wieder. Heieiei, die macht das gut. Aber ich kann sowas auch. Bam, 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 bam! Das war mein Lieblingskombo immer. Zack, zack, zack. Au, au. Scheiße. Und, au. Oh mein Gott. Fuck, fuck, fuck. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Scheiße. Und schon kontert sie. Verdammte Kacke. Oh mein Gott. Huh. Oh, und sie werden schmutzig und dreckig. Das ist, glaube ich, das war das unnötige Bonusmaterial sozusagen in dem Titel. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, das macht so Spaß. Oh Gott, ich bin, also rein jetzt so kampftechnisch bin ich schon mal hin und weg. Ja, bleiben wir doch dabei. Nehmen wir Kazumi natürlich. Die ist natürlich mit Ayane natürlich die Meilensteine sozusagen, die Pfeiler, wollte ich sagen, von Dead or Alive schlechthin. Schauen wir mal. Ich muss nur ein bisschen auf Le Uhr gucken. Hm, das passt noch. Okay, dann nehmen wir Kazumi. Kazumi in dem Outfit, genau. Ja, wobei, das ist auch sehr nostalgisch. Aber wir nehmen das Blaue mal. Wir nehmen das Blaue. Können wir. Lange Haare sind natürlich auch cool gewesen. Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich erkenne, ist das jetzt ein Zopf oder nicht? Warte mal. Ich glaube, wir nehmen den Zopf. Ja, Mann. Yes. That's it. Gott, ich muss echt überlegen, ob Bam Bamman oder der andere mein Main war. Ich weiß es, ich habe es echt vergessen. Wüstenlandschaft. Ne, lass uns erstmal. Oder wobei, lass uns mal bei hier Dings, der Live Extreme Beach Volleyball kämpfen. Warum nicht? Warum nicht? Ich mag es auch, dass die Stages scheinbar unterschiedliche Varianten haben. Oh. Es könnte ein anstrengender Gegner werden, aber ich probier's. Ja, okay. Au, au. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Oh mein Gott. Die hat den Move. Fuck. Fuck. Scheiße. Ah, das. Okay, das war nicht gut. Also war schon gut, weil ich gewonnen habe, aber. Ah, ouch. Ja. Fuck. 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 Scheiße. Okay, das war gerade super schlecht von mir. Nein. Ja. Ja. Geil.
geil. Puh. Sehr gut. Nein, au. Au. Sehr geil. Fuck. Au. 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 Scheiße. Krieg diese Combo, ich krieg dieses nach hinten Viereck krieg ich noch nie so richtig hin. Oh fuck, mir fällt gerade ein, ich habe englische Sprache eingestellt. Das ist natürlich cringe. Das ist cringe. Was bedeutet klassisch? Lass uns das mal ausprobieren. Brustbewegung. Natürlich Dead or Alive. Was auch immer LR bedeutet. Wir machen natürlich. Ich war YouTube. Ihr wisst Bescheid. Ah, doch. Ja, hallo. Bitte. Bitte. Also, sorry. Nix für gut, aber... How about nope? How about nope? Okay, wir gehen wieder rein. Leon. Ich glaube, Leon war es. Leon hatte mal dieses rote Outfit, wo er ein bisschen aussieht wie... Ja, ich glaube, das könnte es sein. Nee, das war's. Oder vielleicht doch nicht. Das war so ein roter Mantel irgendwie. Das war so ein roter Mantel auf jeden Fall. Vermutlich das. Ich nehme ihn jetzt mal. Nee, das ist es nicht. Dann nehmen wir doch den... Oh, Weihnachtsmann. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Kein Weihnachtsmann. Dann nehmen wir den normalen Leon. Ich mag es auch, dass er ein bisschen älter aussieht. Das ist auch ganz cool. Ich glaube, mit Leon habe ich damals richtig reingehauen. Den habe ich sehr lange gespielt in Dead or Alive 3, wohlbemerkt. Oder ich könnte auch random machen. Wäre vielleicht auch eine Option. Genau. Er schwindt! Oh mein Gott, der ist schon wesentlich langsamer. Oh mein Gott. Okay, da muss man sich... Bei langsamen Charaktere sind halt so ein... Die hauen rein. Oh. Die hauen rein. Aber die muss man können, ne? Also ihr seht, die hauen übel rein, aber die haben halt so eine Verzögerung. Geil. Zack. 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 Au. Au. Oh, voll ins Kreuz. Hast du gesehen? Au. Au. Ey. Es tut mir leid. Es tut mir fast ein bisschen leid. Aber nur fast. Bam. ja, mit Leon muss man erst wieder warm werden. Auf jeden Fall. Oh. Au. Au. Voll ins Kreuz. Madame. Zack! Oh mein Gott! I love it! Oh, da oben sind Pinguine! Oh, die Pinguine! Oh mein Gott, die Pinguine haben mich abgelenkt! Nein! Zack! Nein! Sehr geil! Oh, bitte, komm, lass mich die Stage nochmal spielen! Ja, lass mich... bitte nochmal! Neuer Gegner, mir egal! Spiel nochmal! Oh, Leon gegen Leon! Ja, das ist eigentlich nicht möglich, aber okay. Oh, oh, oh mein Gott, er ist... oh, fuck. Au, oh, fuck. Au. Au. Fuck. Was soll denn das? Hör doch auf, jetzt gut zu sein, ne? Au, au. 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 Nein! Shit. Leon ist ein fieser Gegner. Fiese Möb. Au, au. Hör auf. Au, au. Au, au. Au. Okay. Das ist wild. Auf jeden Fall. Yes. Au, au. Hör doch auf.
Oh, man konnte, genau, man konnte auch, wenn die auf dem Boden waren, konnte man so ein Shit machen. Da konnte man den dann machen. Ah, scheiße. Aber die Gegner konnten auch reagieren dann. Hey, hey. Oh mein Gott. Autsch. Aua. Hallo? Hört auf. Nein! Scheiße! Fuck! Fuck! Ich bin so dumm! Oh, wow! Wow. Oh, shit! Noch einer! Jawohl! Ah, shit! Shit! Mein Güte! Nein! Du Lurch! Fuck! Nein! Fuck! Oh, Mutz! Das ist geil! Alles klärchen! Mein Bärchen! Ja, geil! Nochmal einen Charakterwechsel machen. Das würde dann wahrscheinlich der letzte sein. Nein, nicht ganz. Ein bisschen Luft haben wir noch. Ich will ja was testen, sozusagen. Wen könnten wir denn noch nehmen? Ehrlich gesagt will ich jetzt mal vielleicht einen neuen Charakter nehmen, den ich noch nicht kenne. Ich habe Bock auf Momichi. Momichi ist super hot. Können wir darüber mal reden? Ist fucking super hot. Das sieht auch cool aus. Ich muss unbedingt mal irgendwann auch Ninja Gaiden spielen. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Outfit war, aber wir nehmen natürlich jetzt mal erstmal das klassische Ninja Gaiden Outfit. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Gegner so bietet. Aber ich merke auch immer bei diesen Spielen, es geht ordentlich in die Gelenke bei mir. Es gibt ein fucking Attack on Titan Stage? Wie geil ist das denn? Okay, ich glaube, ich muss hier mal Geld reinbuttern. Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich das... Das muss ich alles mal ausprobieren, da habe ich Bock drauf. Holy shit. Okay, dann machen wir einfach mal Zufall. Wir machen einfach mal Zufall. Was kommt, kommt. Schauen wir auf die Uhr? Ja. Okay. Yo! Sie fliegt auf jeden Fall. Sie ist eine Fliegerin. Yo, das ist ein geiler Move, ehrlich gesagt. Oh. Okay, normaler Grab. Okay, soweit, so gut. Gefällt mir. Moveset gefällt mir sehr gut. Oh, oh, oh. Shit. Der Move ist richtig... Oh, scheiße, ja gut. Der Move ist richtig geil. Bam! Au, au, au. Aber Honoka ist natürlich auch übel. Geil! Oh mein Gott, habt ihr die Combo gesehen? Ah, da kriegt man ein paar schöne Combos hin, wenn man nicht dumm ist. Und dann gehen wir mal runter. Jawohl. Scheiße. Ah! Nein! Ah! Ich muss dieses Kontern echt mal wieder lernen, ne? Fuck! Fuck! Ja. Fuck! Yes! Das wollte ich machen. Nein! Oh, puh. Nice. Oh, du siehst so gut aus. Oh, du siehst so gut aus. Ich kann es nicht anders sagen. Wir kämpfen nochmal. Lass Momichi jetzt drin. Kämpfen wir gegen Weihnachtsmann. Au, fuck. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so blau? Wieso kämpfst du so flau?
Au, au, au! Scheiße. Ja. Sie hat einen sehr, ja, würde ich sagen, Karate-esken Move. Moveset irgendwie. Ich hätte sie jetzt nicht so irgendwie eingestuft. Dann wiederum, au. Gehört sie ja irgendwie zu Ninja Gaiden, wie der Name schon sagt. Ist sie wahrscheinlich eine Kunoichi, oder? Ich kenne sie nämlich nicht wirklich. Nur von sehr viel Rule 44. Natürlich. Well, of course. Ah, nein. Yes. Oh, fuck. Nein. Nein. Yes. Let's go. Okay, ja. Also, sie drehen sich immer um und schwitzen dann. Das ist so ein bisschen das Gimmick. Das finde ich jetzt nicht so Bombe. Okay, einen Charakter können wir noch reinhauen. Einen letzten hauen wir noch rein. Wen nehmen wir? Oh, ganz ehrlich, ich hab Bock auf Tina. Nee, wir nehmen natürlich das Outfit. Bock auf Tina, weil die Wrestling-Moves drauf hat. Ihr Vater natürlich auch, aber also, wir haben ja schon mal die erste Folge gemacht von einer potenziellen weiteren Folge. René bricht in Ekstase aus, während er Dead or Alive spielt. Dann muss man natürlich auch die gute Tina am Schluss noch reinpacken. Hallo? Jawohl. Wie sieht es... Oh, fuck. Oh, Mann. Mann. Wenn man in der Luft ist, kann man halt leider nicht mehr ablocken. Oh, mein Gott. Ah. Eieiei. Ich komme gerade nicht rein. Oh, er hat mich gerade komplett... Nein. Yes. Oh, das war gut. Ah, da war der Wrestling-Move. So. Bisschen schön Wrestling machen, ne? Zack. Oh, fuck. Au. Oh. Au. Doch auf. Ja. Oh, vor allem der Move ist geil. Fuck. Wie habe ich den hingekriegt? Ja. Oh, mein Gott. Der ist so gut. Oh, ich liebe diesen Move. Nein. Sollte ich vielleicht nicht am Anfang machen. Oh, wir haben Halloween. Ist mir gerade aufgefallen. Shit. Haben wir ein bisschen Wrestling hier? Bam. Au. Nein, au. Böse. Zack. Und bam. Schön. Schön. Love you. I love you. Verdammt gut. Immer noch spaßig, gute Tina. Okay, wir haben noch Zeit für einen weiteren Charakter. Okay, komm. Wen hauen wir denn noch rein? Wir können noch jemanden reinhauen. Irgendjemand von der alten Garde. Irgendjemand noch von der alten Garde. Wen können wir denn da noch? Ja, komm, Zack. Eigentlich ist es Pflicht. Das ist sein Manager-Outfit. Ne, wir nehmen das Klassische. Und wuseln uns nochmal. Hallo? Ein letztes Mal durch. Bevor der Wecker klingelt. Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich auch einfach Überlänge und ich nehme das einfach jetzt nur so Stück auf. Ich glaube, ich will einfach alle Charaktere mal ausprobieren. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Ja, er ist gut. Zack ist gut. Er ist halt richtig. Ja, Mann. Also er macht wieder so viel Spaß. Oh, ja, gut. Gut, fairerweise. Den Angriff habe ich ja wirklich angekündigt. Scheiße.
Nein, au. Ja. Nein. Das ist so ein mieser Angriff, ey. Was ich ein bisschen schade finde. Was ich ein bisschen schade finde ist... Scheiße. Ah, dass es keine so Replays gibt irgendwie. Kann man die einstellen oder sind die einfach weg? Gab's die schon mal? Die gab's doch immer, oder? Fand ich immer ganz cool eigentlich. Jawohl, das ist doch nice. Winner! Ja, komm, wir machen. Komm, noch einmal Zack. Der hat gerade so Bock gemacht. Ja, komm. Einmal noch Zack, der Gute. Oh, hallo. Du hast ja ein interessantes Outfit. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber... kämpf damit von mir aus. Ich muss gestehen, ich bin da eher so ein bisschen... Also ich verstehe, das ist hier Sexy Time und so. Bam. Aber ich muss sagen, ich fand das schon immer cooler, wenn die halt einfach aussehen wie Kämpfer. Also ich bin ja jetzt niemand, der prüde ist oder sowas. Und ich, von mir aus, wenn Leute da Spaß dran haben und irgendwann wird die halt auch langweilig und dann nimmst du den Charakter natürlich auch mit dem Outfit. So ist es nicht, ja. Und er sieht ja heiß aus, ne? Will man ja da nichts sagen. Aber, hallo? Hallo? Hör mal. Wollte gerade sagen. Aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie... Au. Ja. Fuck. Au. Zack. Jawoll. Oh mein Gott, der war fantastisch. Der Fight war richtig fantastisch. Holy shit. Gut, gut, gut. Ey, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin komplett... ich bin komplett rausgekommen. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist aber auch egal, denn jetzt ist erstmal vorbei, zumindest für diese Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich noch eine andere aufnehme und die danach reinschmeiße und mal einfach alle Charaktere in ein Video packe, aber mal schauen, mal schauen. Ah, was wollte ich denn noch zu Ende reden? Lass mich mal kurz überlegen. Nee, mir fällt es echt nicht mehr ein. Achso, doch, ich mag es halt eher, natürlich nimmt man die Outfits irgendwann, weil man, na, Abwechslung ist immer cool und so. Aber ich muss sagen, ich bin einfach irgendwie, bei so Fighting Games müssen die Charaktere cool aussehen. Die dürfen auch sexy dabei aussehen, Männer wie Frauen. Aber ich will, dass die so, weiß nicht, coole Kämpfer sind halt, ne? Und wenn die dann gegenüber mit einem Cheerleader-Outfit steht, dann... Ha, dann ist für mich irgendwie das Feeling nicht mehr so da, ne? Also kann man schon mal machen, gegen seinen Nikolaus kämpfen, aber hat so ein bisschen so die Epicness aus dem Kampf genommen, wie ich finde. Und ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen eigen. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht Brüder und ich mag Edgy und Co., aber irgendwie, ich brauche das bei so Fighting Games einfach. Die müssen cool und badass aussehen und da darf keiner mit einem Santa Claus Outfit rumlaufen, so. Aber natürlich ist es auch ein bisschen charmant und lustig. Es ist aber auch einfach allgemein schön, dass sie es da noch gemacht haben. Bei Dead or Alive 6 haben sie es dann ja ein bisschen, ja, sehr spät erst gemacht, da wo ich dann gesagt habe, nee Leute, mein Geld kriegt ihr nicht. Das ist einfach irgendwann zu sagen, ja, Dead or Alive ist jetzt übrigens prüde ab sofort. Jetzt geht's nur noch rein um die Kämpfer. Darf alles nicht mehr sexy aussehen. Da habe ich gedacht, okay, ja, genau deswegen habe ich damals Dead or Alive mir gekauft. Dann hätte ich mir auch Virtua Fighter gekauft. Vergleicht mal, wie beliebt und bekannt Dead or Alive ist und wie Virtual Fighter. Schon ein Unterschied. Und ich glaube, es hat nicht nur was mit dem Kampfsystem und so zu tun, sondern auch mit den Kämpfern. Die sind einfach interessant und cool. Aber ja, genug geschwafelt. Ich mach mal hier Schluss mit der Aufnahme und guck mal, ob ich noch, wie gesagt, noch eine weitere dranhänge. Mal schauen. Ich werde euch einiges sagen können. Oh, das wird großartig, Leute. Haltet euch fest, seid bereit. Wir legen los, wir machen weiter. Ich habe ein paar Infos bekommen, aber die interessieren uns erstmal nicht. Wir nehmen jetzt erstmal irgendeinen Charakter.
den wir noch nicht hatten. Ja, nehmen wir doch einfach den Bass. Bass, den Vater von der Dings. So, wir haben jetzt wesentlich mehr, freigeschaltet an Outfits. Was ganz nett ist. Oh, das ist auch cool. Ja, sehr schön. Das ist sehr nice. Wir bleiben erstmal beim Standard, weil ich erstmal die Charaktere so in Raw genießen möchte. Das ist alles okay. Wir machen Zufall beim Gegner. Das ist dann letzten Endes egal, was die anhaben und so weiter. Und ja, ich werde einfach mal ein bisschen aus dem Mähkätzchen plaudern, weil da ist ein paar lustige Dinge passiert. Mensch, da habe ich das Spiel noch so in der ersten Hälfte gelobt und jetzt ist so ein Tag vergangen. Ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und Leute, habe ich tolle Nachrichten für euch. Fantastisch. Großartig. Während wir jetzt hier quasi die Kämpfe machen, aua, werden wir ein bisschen drüber reden. Und zwar, aua, folgendes. Au. Mann, lass mich doch mal aufstehen. Ihr habt ja schon gesehen, oder beziehungsweise das letzte Mal habt ihr gesehen, dass es Charaktere gab zum Freischalten. Und ich habe eine Edition runtergeladen. Das war im Angebot halt, ne? Ups, fällt sie runter, ne? Und das Schöne war an dieser... Fuck. An dieser Edition. Das Schöne war an dieser Edition, dass da eigentlich schon alles drin war. Also da waren so viel, da war so viel Content drin. Und also da wurde alles schon freigeschalten. Und ich wusste gar nicht, was für ein Glück ich hatte mit dieser Edition. Okay, was ist das hier jetzt? Ich wusste gar nicht, was für ein Glück ich hatte mit dieser Edition. Die war noch nicht mal teuer. Ah, Mann. Jetzt komm. Die war nicht mal teuer, die Edition. Ist vielleicht nicht so gut, gegen die Art von CPU zu kämpfen und dabei reden zu wollen. Aber ich gebe mein Bestes. Ist nur manchmal ein bisschen ablenkend. Wechsel mal Charakter, ja. Und zwar ist da alles schon mit drin gewesen. Ich wusste von meinem Glück nur noch nichts, weil ich dachte mir so, ja gut, alles heißt halt, da sind sehr viele Kostüme dabei und manche Charaktere sind schon freigeschalten und so weiter. Das ist doch ganz nett. Und für einen günstigen Preis, weil das Spiel ja auch schon älter ist, ne, weil Dead or Alive 6 ja schon draußen ist, schon lange, lange, lange Zeit. Da habe ich gedacht so, okay, ja, why not? Nehmen wir mal Rick. Der ist im Story-Modus irgendwie auch am Start. Bei Bass irgendwie. Und ja, ich habe mir dabei nichts gedacht, ne? Hab gestern das Spiel gestartet und habe gedacht, alles ist gut, ne? Spaßig, cooles Spiel, gefällt mir richtig gut. Die alten Charaktere sind dabei, das ist richtig nice. Da fühlt man sich richtig abgeholt als alter Fan so. Fand ich jetzt eigentlich alles sehr positiv. Jetzt habe ich rausgefunden, dass man das ursprüngliche Spiel, was man bekommen hat für einen Vollpreis, meine Freunde, für einen ganz frechen Vollpreis, hat über, ich glaube, 10 Charaktere nicht. Und dabei sind überwiegend alte Charaktere gemeint halt. Und die darfst du alle für 3 bis 5 Euro, glaube ich, ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Charakter, glaube ich auch, darfst du die kaufen. Ja, ihr habt richtig gehört, die muss man sich noch dazu kaufen. Nicht, dass die Kostüme da teilweise ja schon Cash kosten. Hör mal. Jetzt macht die mich aber hier gerade. Bist du Talim? Aus Soul Calibur? Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist schon mal... Alter, die ist ein anstrengender Gegner gerade, wenn man mit reden möchte. Hallo? 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 Yo! Bist du sicher, dass du Level 4 bist, Madame? Meine Fresse. Wie auch immer das passiert ist. Oh mein Gott, es funktioniert aber auch. Ach, endlich. Kann ich dich jetzt kloppen? Geil. Geil.
Sorry, ich muss kurz konzentrieren hier. Auf. So. Und ja, das ist schon mal ziemlich frech und beeindruckend gleichzeitig, wie dreist man eigentlich sein kann und wie weit die von ihrem, ja, eigentlich sehr sympathischen System gegangen sind, weil Fighting Game, klar, dass da Charaktere man zahlen muss, das gehört dazu, ne, wenn man ein ordentliches Paket bekommt. Jetzt passt auf, liebe Freunde, das ist hier noch nicht alles. Das ist hier noch nicht alles. Ihr habt ja gesehen, ich kann leider mit euch, das muss ich leider auch gleich dazu sagen, kann mit euch nicht den Story-Modus machen, auch wenn der sehr amüsant scheint und cool gemacht ist. Sobald ich in den Story-Modus gehe, werde ich in eine Aufnahme-Log gebracht. Also das heißt, da wird das Video pausiert, das wird nichts mehr aufgenommen und ich kann das auch nicht streamen. Da würdet ihr nur einen schwarzen Bildschirm sehen und keinen Ton hören. Cool, ne? Sehr schön, das ist immer wieder große Liebe von Seiten Sony, von meiner Seite aus. Richtig cool, richtig nice. Wenn du jetzt einfach einen Grabber nimmst, kannst du es theoretisch trotzdem machen. Aber über Sony selber, geht's natürlich nicht. Deswegen kann ich das euch leider insofern nicht zeigen. Ich nehme mal die Mariposa. Die sieht doch lustig aus. Sag mal, hat die noch ein anderes Outfit? Das zweite? Da kenne ich die. Die kommt nämlich aus dem auf dem Vierer. Das weiß ich. Oh, hallo. Und ich bin so enttäuscht. Dieser Story-Modus, den kann ich euch nicht nur zeigen, obwohl der eigentlich sehr lustig und spaßig ist bisher. Und tiefgründig, also viel mehr zu bieten als die alten. Musst du den kaufen? Der ist nicht im Standardspiel dabei. Der ist nicht im Standardspiel dabei, liebe Freunde. Ja, ein Video, ein Fighting-Game, wo du das Spiel quasi Stück für Stück dazu kaufen musst. Ist es nicht fantastisch, dass nicht mal sowas Lapidares wie Easy-Going Story-Modus mit einem Endboss drin ist? Das ist ja fantastisch, oder? Klingt schon mal richtig gut, ne? Jetzt haltet euch fest. Ich habe dann gedacht, ja gut, dann tue ich zumindest mal noch die zwei Charaktere, die ich noch nicht freigeschalten habe. Also, ich habe ja durch diese Bonus-Edition schon mal zum Glück sehr viele freigeschalten. Die ist fucking gut, Alter. Die gefällt mir richtig. Die hat so einen schönen tänzelnden Move drauf. Das gefällt mir richtig gut. Außer wenn ich jetzt hier von Helena aufs Maul kriege. Und dann das Coole ist, ich will es freischalten und will dann in den Store gehen, also du wirst dann in den Store weitergeleitet, da heißt es so nach dem Motto, guck mal hier, da kannst du es freischalten, musst es halt kaufen, da habe ich gedacht, ja gut, die paar Penunzen für die zwei Charaktere, machen wir mal. Stell ich fest, ich kann nur die eine, die ihr gerade vorhin gesehen habt, da in dem Dschungel da, die konnte ich freischalten und Mai Shiranui aus King of Fighters, ne? Einer der hottesten und coolsten weiblichen Fighting Game Character of all time, oder zumindest was den Kultklassiker angeht. Und guess what? Guess what? Was passiert? Du kannst sie nicht runterladen. Sie ist nicht im PlayStation N Store. So, hört es aber immer noch nicht auf. Jetzt ist dieser PlayStation N Store, also der PSN Store, der ist eine absolute Katastrophe. Ich hasse ihn mit allen Fasern meines Körpers. Und nehmen wir mal Mila Superstar hier. Und das Schlimme daran ist, es ist so insane, das glaubt einem keiner. Nirgendwo war das, erstmal hat es ewig gebraucht zu laden, weil das immer so ist. Der PlayStation N Store, der PSN Store ist eine Katastrophe. Der ist einfach eine absolute Katastrophe. Der lädt ewig, brauche ewig, um Bilder anzuzeigen und lauter so ein Scheiß. Und selbst wenn du eine gute Verbindung jetzt momentan zum Beispiel gerade hast, das ist dem PSN Store eigentlich scheißegal, so, ne? Der braucht einfach ewig, das Handling ist scheiße. Warum schon wieder Helena? Die macht mich doch jedes Mal fertig. Und ich muss halt sagen, ich finde es so beeindruckend, wie scheiße dieser Store ist. Und ich bin mittlerweile sogar darauf gegangen, einfach den auf dem PC zu nutzen, weil ich da einfach Dinge schneller finde und der schneller lädt. What the fuck, ne? Kannst du dir nicht ausdenken.
Und dann suche ich da Mai Shiranui und denke mir, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus so? Und dann kriege ich alle möglichen DLCs und Kostüme oder so angeboten, die ich aber teilweise alle schon habe durch diese Edition. Also habe ich mich gefragt, hä, kann ich die jetzt nochmal kaufen? Das ist ja frech, ne? Ich kenne doch nicht alle diese 1000 Kostüme auswendig, so, ne? Das ist schon krass, wie viele Leute da wahrscheinlich nochmal zusätzlich Geld ausgegeben haben, aus Versehen einfach, ne? Also das ist schon mal echt eine übelste Frechheit. Oh. Eine übelste Frechheit. Und dann geht's noch weiter. Dann suche ich diese Mai Shiranui. Dann denke ich mir, okay, dann gucke ich jetzt diesen Charakter. Und ich finde die nirgends. Ich suche die ganzen Charaktere, entdecke dann zum ersten Mal, ach so, ich muss die theoretisch alle kaufen, aber die sind einfach schon durch diese Edition, die ich gekauft habe, weil ich nicht zu Beginn des Spiels quasi dabei war, sondern erst quasi am Ende des Spielzyklus oder schon danach, habe ich diese Bonus-Edition quasi mit allem schon freigeschalten bekommen. Dann habe ich gedacht, ach so, jetzt habe ich das erstmal verstanden. Wie frech ist das denn? Und dann suche ich Mai Shiranui und finde die nicht. Ich finde aber auch die hier nicht. Naotora, die ist auch nicht da. Und ich denke mir, hä? Was, wie funktioniert das? Warum ist das so? Nehmen wir mal den Opa. Genwu. Alter, klassischer Opa. Warte mal. Ich nehme aber sein Dead or Alive 3 Outfit. Jawohl. Und dann, ja, stehe ich vor einem Problem, ne? Ich will eigentlich diese Charaktere, aber kann die im PlayStation N Store nirgendwo finden. Dann gucke ich über den PC und sehe, es gibt noch Core Fighters. Also es gibt Dead or Alive 5 Core Fighters. Und dann habe ich gedacht, ja gut, für 2 Euro oder sowas ladst du es halt runter. Dann war das aber Dead or Alive 5 einfach nochmal. Und dann, als ich das dann gestartet habe, habe ich gedacht, kann ich es jetzt vielleicht hier freischalten und nehme halt nicht meine Disc-Version. Weil ich meine, das hat mich 2 Euro irgendwas gekostet, ne? Das war ein volles Spiel, das war ja mega, mega in Ordnung. Und dann dann kriege ich mit, oh fuck, ich muss alles quasi kaufen nochmal. Das heißt, es wird wie ein eigenes Spiel halt gehandhabt. Und dann sehe ich, man muss den Story-Modus freischalten, man muss die ganzen Charaktere freischalten, die ich ja in der anderen CD-Fassung ja schon hatte. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es langsam konfus, ne? Kriege ich denn jetzt wenigstens Mai Shiranui und die andere? Stellt sich heraus, nee, kriege ich nicht. Kriege ich einfach nicht. Aber in dem Online-Store zu Core Fighters sozusagen, habe ich zumindest die andere gesehen und dachte mir, okay, die kaufst du jetzt als Download. Habe ich gemacht. Und dann wollte ich die testen. Halt so im Versus-Modus testen. Und dann passiert Folgendes. Das Spiel stürzt ab, beziehungsweise nicht abstürzt, sondern das Spiel sagt mir, da hast keine Berechtigung für. Da musst du erst Content kaufen für. Und ich dachte mir, Chotomate. Entweder ist es jetzt hier gerade einfach nur irgendein komischer Gaming-Error oder Glitch, oder die machen mir gerade wirklich weiß, dass ich ein Versus-Modus gegen einen CPU, ein Spieler, der One-Player, also ich, gegen einen CPU, dass ich den Content kaufen muss. Ist das euer fucking Ernst? Ist es euer fucking Ernst? Okay, dann bin ich ganz schnell raus und hab das Ding deinstalliert, hab gesagt, na, nach mir die Sinnflut. Geh hier rein und sehe auf einmal, okay, irgendwie jetzt meine CD-Version hat jetzt Naotora. Ich meine, ich freue mich drüber, weil ich habe immerhin Geld ausgegeben, aber was zum Teufel? Das kann mir keiner erklären. Und das war halt auch Core Fighters. Da war der Download für Naotora drin. Nicht im normalen Dead or Alive 5. Was da jetzt genau der Unterschied ist, kannst du mich jagen mit. Ich habe keine Ahnung, warum es diese Edition gibt. Und scheinbar gibt es noch eine andere Edition. Also, wenn man den Kunden auf jeden Fall verwehren wollte, in dem Fall mich, das hat man auf jeden Fall hingekriegt. Also, das muss ich applaudieren. Das haben sie richtig gut gemacht. So. Geht aber noch weiter.
haltet euch fest. Warte mal, ich will nicht so viele durch mein Gelaber jetzt. Ich nehme eher mal eher unbekanntere Charaktere, bekanntere Charaktere schon. Ich nehme mal den guten Hayate in seinem in dem Outfit, jawohl. Das ist cool. Und ich bin erregt. Und dann habe ich die jetzt, ne, und kann die euch jetzt ja auch später zeigen. Das ist schön. Oder ihr seht sie ja hier schon die ganze Zeit. Nettes Mädchen, cooles Design, gefällt mir auch. Keine Frage, passt zu Dead or Alive. Was ich... Aber die ist auch ein bisschen übel, ne? Also für ein Level 4 CPU, mit dem ich hier irgendwie momentan so im Einstieg gerade noch kann, haut die schon gut rein. Ach, Mann. Und die macht ja auch mehr Damage, als mir es lieb wäre. What the... Dreck. Oh, man kann aber auch nicht... Mensch. Das Blocken habe ich immer noch nicht wirklich raus. Ich verstehe es nicht. Ich block nur manchmal aus Versehen. Au. Kannst du mal aufhören? Nein! Ah, vielleicht mit X. Das könnte sein. Ich glaube, ich verliere gegen die jetzt hier. Ah, das... Madame! Madame, es reicht jetzt. What the fuck? Okay, weißt du was? Vergiss es. Manche Charakter sind auf Level 4 einfach härter, habe ich so das Gefühl. Ja. Schön. Gut. So, jetzt habe ich das endlich dann alles nochmal gestartet heute, ne? Hab das jetzt dann endlich so weit hingekriegt. Was ein Hackmeck, oder? So, aber ihr seht ja, hier gibt's ja die gute alte Mai. Die ist im Spiel drin und auch im Story-Modus, ne? Also die ist ein Charakter per se. Und da steht, um diesen Inhalt nutzen zu können, musst du Folgendes im PlayStation Store kaufen. Charakter Mai Shiranui. Da hab ich gedacht, ja. Wenn die denn wohl irgendwo zu finden ist, aber die ist ja nicht mal bei Core-Fighters drin. Wo zum Teufel soll ich die im PlayStation Store denn finden? Drückst du auf Dreieck, kommst du wieder in das gleiche Standardmenü mit den Charakteren, die ich schon habe. Und fertig. Mehr gibt's nicht. Und dann denke ich mir, wo ist die gute Mai? Dann habe ich mich schlau gemacht und gelesen, dass die wohl nur für einen bestimmten Zeitraum existiert hat. Also quasi der Download. Und als die dann auf Dead or Alive 6 rüber sind, haben sie quasi für Dead or Alive 5 die Lizenz auf Dead or Alive 6 übertragen, sodass Shiranui jetzt im sechsten Teil als DLC noch zu kaufen ist, als spielbarer Charakter und alles, aber in Dead or Alive 5 dadurch nicht mehr. Also die haben sich quasi irgendwie die Lizenz gespart, sozusagen. Und die Leute, die jetzt im Nachhinein jetzt nicht den 6er, sondern erstmal den 5er spielen wollen, weil Leute gerne mal Reihenfolgen einhalten oder generell vielleicht einfach mal einen günstigen Teil haben wollen, die kriegen dann letzten Endes das hier, wo nirgendwo eine Info steht. Wäre es schön, so eine kleine Tafel, so nach dem Motto, dieser Charakter ist leider nicht mehr verfügbar, war nur eine bestimmte Zeit verfügbar, oder noch besser, kurzer Patch, das Ding rausmachen. Dieser Lümmel da. Weil das irritiert nur brutalst. Und was haben wir jetzt davon? Nichts. Die haben toll Geld gespart, legen einen richtig großen Haufen auf die Käufer, die davor, die vielleicht erstmal den Fünfer kaufen wollen, ohne das Wissen, dass da schon ein Charakter fehlt, den man gar nicht mehr kaufen kann, was ja schon nett ist. Aber ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Charaktere hiervon man kaufen muss. Und das ist ja noch nicht alles. Die haben ja noch Kostüme. Da habe ich dann teilweise gesehen, zum Beispiel in Dead or Alive 6, ne, gibt es ja diese Season Passes. Das war bei Dead or Alive 5 auch so. Und ja, die gab es jetzt halt in diesem Bundle drin. Würde ich mir vielleicht irgendwann mal Dead or Alive 6 für, weiß nicht,
5er oder sowas mit dem gesamten Bundle oder so, so wie es jetzt bei 5 auch ist, würde ich es dann auch machen. Weil, ganz ehrlich, so ein, ja, wie nennt man das? So ein Season Pass mit 2 Charakteren und einem Arsch voll Kostümen kostet dann teilweise 76 Euro, wo ich dir denke, sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Für Content, der eigentlich schon vornherein drin sein sollte. Und wie gesagt, hört auf, ihr müsst einen Story-Modus kaufen. Und so wie ich das verstanden habe, könnt ihr nicht mal einen Versus-Modus gescheit machen. Was ist denn das für ein Bullshit? Also ich bin so froh, dass ich den Anfang nicht miterlebt habe. Yo. Und wir wollen erst gar nicht anfangen, was die mit Dead or Alive 6 dann gemacht haben, ne? So von wegen, oh, wir gehen jetzt auf eine andere Zielgruppe und die mögen keine Bubas. Wir tun uns auf die versteifen, weil die haben ja vor allem sehr Bock auf Dead or Alive, ne? Kennt man ja, ne? Während die alte Gamerschaft, die Fans, die von damals bis heute am Ball waren, von Kopf gestoßen wurden und gesagt haben, nö, weißt du was, fuck it. Hat sich ja auch teilweise sogar schlechter verkauft als Dead or Alive 5 selbst, was beeindruckend ist. Weil ja Dead or Alive 6 scheinbar mehr Content hat, aber ja. So, genug geraged, das war einfach nur absolut katastrophal. So, und ich will jetzt ein gutes Erlebnis haben und deswegen nehme ich jetzt Helena. Weil ich Helena liebe. Helena ist absolut fantastisch mit ihr altes Outfit. Ja, ich würde sagen, das ist ein altes Outfit von ihr. Und ja, ich bin einfach nur baff. Aber das war meine Story dazu. Es ist ein Hackmeck. Also für alle Leute, die Dead or Alive 5 mal auschecken wollen, sucht euch am besten die Disc-Version. ja, genau. Sucht euch die Disc-Version und kauft da dann irgendeinen komischen. Nee, da steht es schon. Alle heruntergeladenen Inhalte DLC der PS3-Version von Dead or Alive 5 Ultimate sind übertragbar. Und, nee, da steht 34 Charaktere, neue Frisuren und andere Details, neue Kostüme, neue Blockbuster-Stages. Und nicht, so wie ich das verstanden hatte, war da alles schon drin. Genau, du hast es installiert und dann kamen die ganzen DLCs, die wurden dann auch installiert und dann war fertig. Sucht diese Edition. Die kriegt man echt für ein Appel und ein Ei. Aber mein Gott, tut es bloß nicht im Store runterladen. So, sorry, jetzt ist endgültig gut. Ich will nur, dass ihr keinen Fehler begeht, falls euch das hier interessiert. Und die Outfits, die ihr seht, die sind alle in dem DLC dabei. Also es gibt genug Auswahl, da kann sich keiner wirklich beschweren. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich liebe sie, sie hat den... Oh mein Gott, es fühlt sich so flüssig an. Oh mein Gott, sie hat wirklich den Schmetterlings-Move. Oh, es ist, deswegen liebe ich sie so sehr. Die hat so einen geilen Kampfstil. Wie auch immer man das nennt, Schmetterling oder was? Oh, ich wollte nicht angeben. Ups. Ups. Geil. Oh, Helena ist super. Ich habe so das Gefühl, ich kann sie noch einigermaßen auch, ne? Au. Frech. Au. 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 Das wollte ich machen. Frech. Na gut. Ich wollte cool sein, aber cool sein lohnt sich in dem Spiel nicht. Weiter. Wir schauen mal kurz auf die Uhr. Le Uhr sagt... Echt? Ja, noch 29 Minuten Zeit? Das ist ja verrückt. Ja, da geht noch was. Einiges. Wen habe ich denn das letzte Mal... Es ist gestern gewesen. Ich nehme mal Kokoro. Kokoro hatte ich noch nie. Kokoro? Hieß Kokoro nicht Herz? Ich nehme mal das Outfit. Hieß Kokoro nicht Herz? So Ride in my Kokoro? War da nicht irgendwie so ein
so ein emotionales Meme oder sowas. Ich glaube, Kokoro hieß er erst, oder? Oh. Ich wollte gerade sagen, Oh mein Gott, Kokoro sieht ja fantastisch aus mit dem Kimono oder Yukata, den sie da anhat. Das sieht ja großartig aus. Gott, ich liebe dieses Design. Kämpferisch finde ich sie jetzt, weiß noch nicht ganz. Muss sie noch ein bisschen warm werden. Au. Hayabusa ist auch gerade ein bisschen anstrengend, der Boy. Oh Mann. Oh, jetzt hat... Okay, er hat jetzt nicht wirklich viel gemacht, aber ich muss mal erst reinkommen jetzt hier. Ja, vielleicht sollte ich doch mal mit dem Sticks kämpfen. Vielleicht bin ich da besser. Gerade was das Kontern angeht vielleicht. Natürlich muss ich auch den Move hinkriegen. Jetzt ist aber gut, ja? Muss mal gucken. Ey, gleich. Oh, jetzt bist du auch noch außen rumgelaufen, ja? Wow. Der lässt sich aber auch, wollte gerade sagen, du lässt dich aber auch gerade keine Kombos zu hier, ne? Wobei, jetzt kriegt er gerade auf den Sack, hä? Sehr schön. Ja, die ist schön. Ein bisschen ausarbeitet. Die macht Spaß. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen. Muss mit erleben. Hübsch ist er natürlich auch. Ach, die Dead or Alive Charakter sind da auch einfach. Also sie sind ja auch einfach putzig. Da kannst du einfach nichts gegen sagen. Oh, das ist natürlich mein Dead or Alive 3 Outfit, Christy. Du hattest damals einen schwarzen Panther in deiner Wohnung abhängen. Das fand ich ein bisschen gewagt, so als Haustier, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Ja, das ist ein Outfit, das du hast, Leon. Ah ja, sie hat ja diese komischen. Oh, wow, das ist auch. Oh. Die Bewegungen von ihr sind auch nicht schlechte, muss man. Wow, sogar ein Grade bekommen. Nice. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass er kaum blockt hier, ne? Oder er hat. Ja, nice. Nice. Au. Jetzt kommt er. Ja gut, da kann ich nicht viel machen. Au. Oh, der macht aber dafür halt viel Damage, ne? Sie greift zwar schnell an, aber... Fuck! Nein! Oh, Mensch! Get ready, fart, ja. Oh, frech. Mann! Jetzt. Okay, ich hab ihn zu sehr beleidigt. Ich merke das schon. Ja, was soll ich denn da machen? Okay, ja, Leon, ich... Boah, frech. Oh, schön. Okay, nochmal gewumst. Und? Die Schweißperle? Nee, hat man jetzt nicht gesehen. Okay, keine Schweißperle für uns. Aber wie gesagt, ich habe ja viel geraged.
Oder beziehungsweise ich war fassungslos, muss man anders so formulieren. Aber man muss halt sagen, sie sind, also die Leute, die sich um das Gameplay bemüht haben und wissen, wer das Klientel normalerweise ist. Bei Dead or Alive 6 haben wir so das Gefühl, da hat jemand anders entschieden. Aber ja, so rein spielerisch kann ich mich nicht beschweren, ne? Das ist schon genauso, wie ich es gerne hab und mag. Phase 4. Phase 4. Ist das Iron Mill? Da hatte ich die schon. Ich weiß, ich habe gerade komplett vergessen, ob ich die schon. Wen hatte ich denn noch nicht? Ich glaube, Leifang hatte ich noch nicht. Gute Leifang mit ihrem weißen Outfit. Jawohl. Das ist doch. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Leifang ist nämlich auch einer meiner. Naja, im Grunde. Ich liebe fast alle Dead or Alive 3 Charakter, weil ich das am meisten gezockt habe. Das ist auch ein wildes Outfit, was du da anhast, Hayate. Aber dann tut es vielleicht ein bisschen mehr weh, was sie hier macht. Das ist auch gut, ne? Weiß zwar nicht, was du da für einen Vorteil dran hast, aber. Au. Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Mann. Oh, ich hasse das. Ich hasse das manchmal. Nein! Oh, jetzt wird's aber nochmal knapp hier. Fuck! Mann! Wow! Fuck! Ich sag, by the way, immer führst schon fuck fuck, nur die Abkürzung davon. Das ist ein Endboss aus Mario, Entschuldigung, aus Banjo-Tooie. Deswegen also keine bösen Wörter hier, sondern sind einfach nur Kosenamen. Und ich kann nichts dafür, dass der Fürst von Fuck Fuck heißt. Wird F-A-K, F-A-K geschrieben, by the way. Und der ist einfach ein hässlicher Anglerfisch und ich beleidige die Leute hier einfach als hässliche Anglerfische. Völlig normal. Also nicht wundern. Ja. Ja. Ach, ich muss noch mit vielen Charakteren warm werden. Das ist jetzt kein Paradebeispiel, wie ich das Spiel spiele. Oder ob ich es kann oder so. Ah, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich will das alles nicht so lang ausleben lassen. Hatte ich Neo Tengo schon? Oh, selbst wenn, die ist so hot, die darf man auch zweimal haben. Meine Güte. Boah, dieses Design. Das ist aber auch Peak hier. Wow. Ganz, ganz groß oben bei mir. Oh. Da wird einem ganz anders. Was machst du da mit deiner... Mit deinem Essensspachtel? Boah, und oh, es ist der Punkt, Leute. Es ist der Punkt. Der. Oh mein Gott. Okay, das könnte ein wilder Kampf werden. Okay. Ich weiß nicht, was ich da teilweise mache, aber. Okay, das habe ich schon mal hingekriegt. Das ist schön. Okay. Also irgendwie kann sie auch fliegen. So ganz habe ich. Und so muss ich ja erstmal warm werden. Es irritiert mich nur, wenn sie auch ich bin. Das irritiert mich enorm. Okay. Ah. Oh. Oh. Ah. Und nach hinten. Jawohl. Und Boden. Jawohl. Das ist schön. Okay. Wow! Madame hier, jetzt ist aber mal gut. Scheiße.
Ja, was? Ich war kurz abgelenkt. Oh, schöner neuer Charakter. Ist die seit 4 dabei oder erst seit 5? Ich weiß es nicht, aber ich bin guter Dinge, dass dieser Charakter noch an mir wachsen wird. Ich muss die Techniken und so, die habe ich noch nicht da wirklich raus. Wen könnten wir denn nochmal oder noch spielen? Wie gesagt, ich habe schon wieder komplett vergessen, wen ich damals gespielt habe. Ey, ich glaube, Honoka haben wir nicht. Das ist, glaube ich, so ein Fan-Favorite, so ein kleiner. Muss nur ein bisschen aufpassen. Die hat ein wildes Outfit. Es gibt noch... Okay, scheinbar Outfits, die man... Oh mein Gott. Unfassbar viele Outfits, die man freischaltet. Also nicht kauft, scheinbar, sondern freischaltet, oder? Nee. Man muss... Es gibt welche tatsächlich noch zum Kaufen. Oh mein Gott. Ach so. Ich denke, da hat sie eine Hose an, oder? Das sieht nach Hose aus. Wir nehmen die Hose. Ja. Da ist sie nur, Mumu. Die glückliche Mumu, die Milch gibt. Dann ist es, glaube ich, okay. Weil ich sag's mal so, es ist lustig, der Rock ist wild. Oh nein, jetzt ist es nicht dein Ernst, dass du jetzt den Rock anhast, oder? Ach, leck. Okay, es war alles umsonst. Whoa, what the? Warum? War da gerade. Hab ich da gerade Blut gesehen? Was hast du gerade gemacht? Honoka? Kasumi, kannst du mal bitte aufhören jetzt? Was ist denn das für wilde Moves hier? Ich muss doch erstmal hier Madame kennenlernen. Wo, was? Das war doch. Okay. Ich habe gerade so viele Fragen. Das sind gerade mehrere Moves. Von unterschiedlichen Charakter gewesen. Honoka, wer bist du? Was bist du? What the hell? Oh mein Gott, das wird doch eine Relevanz haben, oder? Die hat übel die Moves von anderen Leuten drauf. Okay, das ist super interessant. Hätte ich jetzt hier bei ihrem Aussehen jetzt nicht wirklich zugemutet. Sie hat Wrestling-Moves drauf, sie hat diese China-Moves drauf, ne, von, ja, von hier dem, Jet Li. Heißt nicht Jet Li. Ah, Mann, jetzt ist aber, Madame. Ja, genau, das ist dieser Move. Oh mein Gott, das ist super interessant. Wahrscheinlich wird die in der Story noch eine Relevanz haben. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal gesehen habe, dass die wohl Metal- oder Rock-Musik mag. Das ist alles. Aber holy shit, das ist super interessant. Das ist eine coole Idee, dass so ein Mix aus irgendwelchen Techniken. Wen habe ich gemeint? Ich habe Jan Li gemeint, nicht Jet Li. Jan Li hat nämlich diese Moves, die man gerade gesehen hat. Das ist super interessant. Okay. Rachel? Ja, warum nicht, oder? Rachel ist auch eine gute. Oh mein Gott, ist das ein... Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich ein Lehrerin-Outfit. Das ist... Oder Büro-Outfit, wie auch immer. Krankenschwester. Alles klar, wir nehmen mal das Standard-Outfit. Das Ninja Gaiden-Outfit. Ich glaube, Ninja Gaiden 3, glaube ich, taucht sie auf. Oder 2. Ich glaube, im ersten noch nicht. Da ist nur... Ayane, glaube ich. Sicher bin ich mir nicht, aber sie kommt auf jeden Fall aus der Ninja Gaiden Franchise. Yo, das ist ein Outfit. Oh mein Gott. Oh, ja. Wisst ihr, wie schön ich es finde, einfach mal wieder sexy Frauen auf dem Bildschirm zu haben? Also, nichts für ungut, ne? Aber es ist schon mittlerweile fast schon so seltsam verpönt. Finde ich immer ein bisschen schade. Weil, warum darf man nicht hot aussehen? Yeah. Und dabei einfach mal geile Ärsche kicken. Ich meine, ihr habt ja gesehen, die Boys können ja auch oberkörperfrei sein und alles. Die haben auch mehr als genug Fanservice-Outfits. Also, die kennen ihr Klientel, nur wissen sie halt, dass es überwiegend Männer sind. Sag mal, Jan-Li, was ist denn das jetzt? Okay, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, das ist jetzt so ein ganz ekliger Zweitlevel. So
Wie oft machst du die Attacke? Nein. Ich wollte gerade sagen, machst du das jetzt die ganze Zeit? Alter. So, jetzt nervst du mich aber. Ja, so sieht's nämlich aus. Och Mann. Och Mann. Oh, okay, Chun-Li nervt mich gerade. So, flieg mal runter jetzt hier. Puh. Ich glaube, man kann bis zum Boden. Du gehst mir auf den Sack. Das ist unfassbar. Mach mal einen Abflug hier. Ah, ich kann gar nicht ihre Technik. Weißt du was, du bist mir ein Dorn im Auge. Warte mal, wie viel haben wir denn noch? Nee. Das gefällt mir nicht. Nee, Rachel, wir kämpfen nochmal. Der war einfach nur ein Spammer. Ich habe jetzt gar nicht richtig gecheckt, wie ihr Kampfstil geht, weil. Oh, das ist auch noch so ein Idiot. Wenigstens ein anderes Level. So. Oh. Mann! Aber wenigstens hält sie ein bisschen mehr aus. Wollte ich gerade sagen, aber Weimann kickt halt übel rein, ne? Mann! Mann! Irgendwie werde ich mit ihr gerade nicht warm, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe immerhin KO gelandet, das ist okay. Ja, ich... Sie ist ein bisschen grobschlächtig, ja? Also was zu ihrem Outfit und so passt, keine Frage. Aber vielleicht ist das noch nicht... Das ist vielleicht ein Charakter, den man vielleicht erst später haben möchte. So rein vom Prinzip. Ja, immerhin schön. Das ist zundert. So, zack. Boah, das ist mies, hä? Dieser Move mit dem Fuß, den verstehe ich nicht, also den Sinn dahinter verstehe ich nicht ganz. Nein, hör auf. Okay, guck mal, das lief doch schon wesentlich besser. Ja, ich glaube, sie kann noch ein paar Moves mehr, die ich einfach nur nicht verstanden habe. Ist okay. Ist okay. Wir lernen. Okay, jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten. Wen könnten wir denn dann noch zeigen? Jackie, warum nicht? Ich habe mitgekriegt, der ist wohl aus einem anderen Spiel. Ich glaube Tekken vielleicht oder so. Er sieht ein bisschen Tekken-mäßig aus. Okay, das ist... okay, Jackie ist scheinbar ein Edgelord. Der sieht auf jeden Fall aus, als wäre er ein Vampir oder sowas. Also das Outfit. Oder beziehungsweise eher so ein... So ein Edgelord... Bandenanführer oder sowas. Oh je. Jetzt auch noch die. Aber es ist ein fucking... cooles Outfit. Warum redet er Englisch? Ich hab doch auf Japanisch gestellt. Ich rede doch alle Japanisch. What the fuck? Okay. Da haben sie bei ihm wohl eine Ausnahme gemacht, weil er ein Charakter aus einer anderen Franchise ist. Oh mein Gott. Hör doch auf, Honoka. Honoka, aus. Ich muss jetzt erstmal hier mit ihm warm werden. Oh mein Gott. Fuck. Nein, nein, nein. Oh, wow. Oh, what the fuck? Ganz oder was? Ist das die Gun Stage? Gibt es eine Gun Stage? Ich meine, ich habe gesehen, es gab so eine Attack on Titan Stage, ne? Das habe ich irgendwie mitbekommen. Ich weiß nur nicht, wie man die bekommt oder wo man die herkaufen muss oder ob man die überhaupt noch kaufen kann. So die andere Frage. Weil Lizenz und so, ne? So, Madame. Oh mein Gott, das war ja. Oh mein Gott, das ist eine richtig unfaire Attacke. Holy shit, machen wir die mal. Ah, schade. Komm noch einmal. Oh mein Gott, die ist ja richtig fies.
Okay. Ja, scheinbar redet er Englisch. Ich habe jetzt auch den komischen... Ich habe die Stage nicht ganz verstanden, muss ich sagen, aber vielleicht ist die Story relevant und ich habe die Story einfach nur noch nicht verinnerlicht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Noch 9 Minuten ungefähr. Was könnten wir denn noch... Wen könnten wir denn noch zeigen? Ich bin mir so... Nee, Momichi hatten wir, gell? Wie wär's denn mit Marie Rose noch, ha? Marie Rose? Die ist doch beliebt bei vielen. Ich hab nur... Ich weiß nur nicht ganz, welche Outfits... Oh mein Gott, es gibt ein... Das ist cool, aber... Das ist das Normale, ne? Ja, das ist ja fast... Okay, die ist so ein bisschen Gothic Lolita unterwegs. Okay, alles klar. Ist ein sehr beliebter Charakter, habe ich mitbekommen. Auf mehreren Arten. Aber sie ist allgemein ein sehr, sehr beliebter Charakter, sodass die sogar in dem aktuellsten oder wieder aktuellsten... Ich meine, ach ja, natürlich. Ich darf wieder Shadow... Nee, wie nennt man das Bildschirm? Nee, es hat einen bestimmten Namen. Quasi Spiegelbildkampf machen, genau, das war das Wort. Okay. Ah, das ist ja schön. Holy shit, das ist ja... Oh mein Gott, das ist so eine fiese Stage. Das ist zur Hölle, ey. Nein! Aber eine witzige Stage auf jeden Fall. Ah, aber nur manchmal. Ah, hallo. Au. Hallo. Oh. Wollte gerade sagen, jetzt lässt du mich gar nicht mehr. Das ist so lustig. Es tut mir leid. Das ist natürlich aber irgendwie mies, ne? Nein! God damn it! das kriegt mich einfach jedes Mal. Was ist ein lustiges Stage, ey. Okay, Madame. Uhr. Ja, wir sind gleich soweit. Ja, komm, lass uns die ist neu, ne? Lass uns die mal noch austesten. Ich nehme blau, warum nicht? So, jetzt Schnellmodus hier. Die war sehr gut als CPU, das heißt, ich werde sie wahrscheinlich überhaupt nicht gescheit spielen können. So ist es nämlich oft so. Du schon wieder. Ihr seid im Boxring, ne? Das ist sehr unpassender. Oh, what the... Fuck hat die... Okay, kann das sein, dass sie einfach generell einfach schneller ist als so ziemlich alle Charaktere bisher? Nee, oder? Also, oh mein Gott. Yo, okay, das ist vielleicht ein bisschen OP. Das ist vielleicht ein bisschen OP, aber nur ein bisschen. Die Moves sind ja... Guck mal, wie schnell die sind, ey. Yo. Holy shit. Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich... Das ist natürlich fies. Nee, nein. Okay. Nein. Ah, jetzt... Ah, die macht auch gar nicht so viel Damage gerade, sehe ich, ne? Trotz, dass die mich jetzt schon ein paar Mal angegriffen hat. Ja gut, okay. Es ist kein Bayman-Charakter, das stimmt natürlich, aber ho. Oh. Ich habe so das Gefühl, es gibt ein paar OP-Charaktere hier, habe ich so das Gefühl. Ja, und ich würde sagen, zum Abschluss nehmen wir noch diesen, den obligatorischen. What the fuck? Ich meine, ich habe jetzt nicht alle zeigen können, sicherlich in der Runde.
Aber vielleicht mache ich irgendwann nochmal so ein Part. Aber ich kann, wie gesagt, euch nur sowas zeigen. Jetzt nehmen wir einfach noch Raidu. Ja, nehmen wir die Variante. Ich bin mir gerade unsicher. Kann man Raidu kennen? Ist Raidu der Vater von Ayane? Aus dem dritten Teil? Kann das sein? Oder war das... Nee, der Ziehvater? Oder... Ach so, ja, by the way. Was ist eigentlich mit ihr? Was ist eigentlich mit dieser? Finde ich ja interessant, dass die hier einfach so auftaucht. Aber... Kann man sie überhaupt spielen? Weil ich habe sie jetzt, glaube ich, nicht gesehen, ne? Okay. Also Raidu gefällt mir jetzt so vom Design her und von allem nicht wirklich. Das ist so ein Was ist das? Ist das ein Zombie oder ein Roboter oder sowas? Aber ja, das machen die ganz gerne mal, ne? Aber er sieht wirklich nicht cool aus, muss man sagen. So als Character Design. Da gibt es halt so Sachen wie Akuma bei Street Fighter oder sowas. So Bossgegner, die wesentlich cooler aussehen. Okay, der Clown hat irgendwas gemacht. Ich meine, der haut auf... Oh, okay, interessant. Der haut auf jeden Fall gut rein, so ist nett, ne? Ja, okay, gut. Also er haut schon rein, aber... Er sieht jetzt wirklich nicht cool aus. Er sieht wirklich nicht cool aus, aber... Aber ja, jetzt mal, warte mal, wir haben noch 2 Minuten. Ich will jetzt ganz kurz mal checken. Nee, die ist nicht da. Die ist nicht dabei. Du kannst gegen sie spielen, aber du kannst sie nicht weder kaufen noch freischalten. Ich habe mehrere Fragen, die ich jetzt nicht formulieren möchte, aber sie ist wohl offensichtlich im Spiel. Ich meine, bei Mai wissen wir, dass es Bullshit ist, aber... Wo ist Lisa? Kann man höchstens durch den Story-Modus noch Charaktere freischalten? Naja, egal. Wer hat mir bisher am besten gefallen? Ich tendiere so zwischen... Also, es ist doch eher so ein bisschen alte Liebe, aber... Hitomi, mit ihr bin ich halt echt gut. Und Neo Tengo ist hot. Ich glaube, das ist mein Schlusswort von den männlichen Charakteren. Von den neuen vor allem. Das ist schwierig, weil es gibt gar nicht so viel neue. Ich würde fast sagen, Jackie hat mir noch am meisten Spaß gemacht, aber der ist eigentlich kein Dead or Alive Character. Naja, es sei wie es sei, Haferbrei. Wir sind auf jeden Fall durch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht habe ich euch motiviert, aber wie gesagt, bitte kauft die CD-Fassung mit den DLC schon drauf und lasst diese PlayStation Store-Geschichte komplett in Ruhe. Weil die ist einfach zu konfus. Und nachher zahlt ihr noch Geld für irgendwas. Ach ja, und im Options-Modus, wenn ihr im Option-Modus seid und ihr drückt L1, L2, R1 und R2 hintereinander, so nacheinander, dann schaltet ihr alle Sachen, die nicht Paid DLC sind, frei. Außer Sachen, die man im Story-Modus noch zusätzlich freischaltet. Kleiner Fun-Fact am Rande. Dachte, das wäre vielleicht ganz nett für euch. So, in diesem Sinne nehme ich dieses Bild zum Abschluss, weil what the fuck. Und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, schaut in die Videobeschreibung rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Über eine positive Rückmeldung freue ich mich natürlich auch. Und ja, schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Fiasko rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr davon irgendwie überhaupt Wind bekommen habt. Ich bin eure Nähe von der Maison Manga und ich sage wieder einmal... Ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.